Jo Leute, willkommen zurück zu XCOM. Wir haben einen Guerilla-Einsatz in Osteuropa und eine Advent-Geheimeinrichtung, die ich auch gern machen würde in Westasien. Ich denke mal, Osteuropa sollten wir vielleicht zuerst tun. Beschütze das Gerät. Beschütze der Gerät heißt es, erhöht alle Informationskosten um 100%. Oder wir können verhindern... Informant beim Widerstand reduziert die Zeit bis zu einem Vergeltungsschlag. Hier kriegen wir eine Scharfschützin dafür. Hier bekommen wir 118 Info. Was es gewisserweise ausgleichen könnte, dass unsere Informationskosten erhöht werden. Also machen wir das. Operation Fahler Gesang. Diese tollen Operationsnamen. Wir haben dabei Private Basso. Ihn verstehe ich übrigens nicht. Ich versuche seit Folgen, seit 10 Folgen oder so, seinen Namen zu ändern. Aber ich finde ihn irgendwie nie in der Soldatenliste. Ich finde nur, wie er sich dann in meine Ränge reinschmiedet. Naja. Du heißt jetzt... Wen nehmen wir denn? Du heißt jetzt Georg... Rumsch. So. Basso war ja... Lorenzo Basso war ja keiner Zuschauer, ne? Nee. Das wäre jetzt bitter, wenn ich einen Zuschauernamen ersetze durch einen anderen Zuschauernamen. So, sie hat die Schrottflinte dabei. Corporal Cylinder. Private Rumsch ist der Sniper. Marcel ist unser Support, wie immer. Irgendjemand hat in den Kommentaren geschrieben, ich hoffe, dass Marcel stirbt. Ich habe keine Ahnung, warum. Und Vivek wirft Granaten. Denn das ist, was Vivek so tut. Können wir starten? Ja, wir starten. Wir starten mit diesen Schwachmaten mit Granaten und hoffen, dass die Mission ganz gut wird. Skyrim. Man ist bereit für Einsatz. Ja, dann starte. Menace 5-1 heißen sie. Ich weiß nicht wieso. Wir haben seltsame Übertragungen in dieser Region bemerkt und wir konnten ein geheimes Kommunikationsrelais der Aliens finden, das Daten ans Advent-Netzwerk sendet. Pornos. Keine Gelegenheit auslassen, ihre Fortschritte bei ihrer jüngsten Operation zu stören. Deshalb müssen wir das Relais zerstören. Schalten Sie alle Feinde aus, sichern Sie das Gebiet und zerstören Sie das Ziel. Vorort von Novgorod. Advent Patrouillenzone 12. Wollen wir mal schauen, wie es hier so aussieht. Ich finde übrigens die Maps super geworden. Anders als bei XCOM 1 sind die Maps zufallsgeneriert zum größten Teil. Heißt, man spielt nicht immer auf den gleichen. Menace 1-5, das Kommunikationsrelais liegt gleich voraus. Rücken Sie vor und zerstören Sie das Ziel. So, wir wissen, dass ein Typ, ein Gegnerlein, schon direkt beim Relais ist. Warte mal, speichern macht ja keinen Sinn. Ich werde ja sowieso ein Problem haben, wenn ich sterbe. Was ist das für ein Skill? Phantom. Wenn der Trupp aufgedeckt wird, bleibt dieser Soldat verborgen. Genau. Also wäre es sehr schade, wenn dieser Soldat als erstes aufgedeckt wird. Wir schicken also Vivek vor. Zu dieser Position. Das haben die Dune mal auch sehr lange gemacht. Sichtkontakt zu feindlichem Trupp. Okay. Die könnten mich halt flankieren und sehen, wenn sie... Dafür müssten sie aber schon sehr weit gehen. Also ich denke nicht, dass sie das tun werden und können. Verstanden. Also, ihn Rücke schicken aus. Wir mal hier hin. Als nächstes den guten Georg Rumsch. Er könnte jetzt übrigens von hier aus wegen Truppsicht bereits jemanden treffen. Aber ich möchte ihn gern in der nächsten Runde auf das Dach haben. Deshalb, weiß nicht, zu dieser Wand vielleicht? Wird gemacht. So, unser Phantommensch sollte nicht entdeckt werden, selbst wenn die anderen entdeckt werden. Was sieht einen denn da? Nur dieses Teil. Dann dahin mit dir. Und du, unser Supportline. Eigentlich kannst du von mir aus schon aufs Dach. So, wir müssen schnell vorrücken, wegen der begrenzten Runden, die wir haben. Jetzt sind es nur noch 7 derer. So, bringen wir mal alles in den Zustand, wo ich es gern hätte. Unser Support-Typ ist jetzt... Marcel ist jetzt leider im Weg. Marcel nenne ich ihn die ganze Zeit. Okay. Er ist Marcel Davis.
Marcel Davis kämpft gegen Aliens für 1 und 1. Die Aliens haben sich nicht an ihre Vertragsbedingungen gehalten und regelmäßig das Geld überwiesen. Deshalb muss Marcel Davis persönlich ran. Eigentlich muss ich hier ganz viele Marcel Davis Voice-Dinger reinschneiden. Ich bin echter Profi, ne? Ich schneid da so Voice-Dinger rein! Jo, hacken wir mal da. Was können wir machen? Soldatensicht eine Runde lang um 2 erhöht. Nein, überhaupt nicht. Nein, das tun wir nicht. Denn das lohnt sich auf keinen Fall. Dafür ist das Risiko zu hoch. So, Oh, Vivek läuft rum. Im Prinzip könnten wir Vivek dahin stellen. Warte mal, aber da an der Seite sind noch Gegner. Ich mag den nicht. Also Vivek, geh du mal lieber da an den Baum. Verstanden. Bin unterwegs. Er ist der Wächter der Bäume. Du hast sogar theoretisch Trefferchance auf 2. Geh du mal in den Överwötsch. Überwachung läuft. Und du solltest eigentlich bis zum Ende der Runde getarnt bleiben. Moment mal, bis zum Ende der Runde bringt mir nur leider nicht viel. Fällt mir gerade so auf. Position geh du mal vor. So, die kommen an der Seite, dachte ich mir nämlich. So, Granatenfuzzi, wie geht's dir? Wie wär's, wenn du mal eine hier hinwirfst? Sollten wir das vielleicht erst dann tun, wenn... Ich meine, da drin sehen wir halt nur einen, richtig? Das ist nur ein Typ. 95% ist aber auch nicht schlecht, du. Pass auf. Watch the Over. Dasselbe mit dir. Unser Nahkämpferlein tut dasselbe, sofern sie entdeckt wird. Wobei, nein, vielleicht besser nicht. Wir schießen auf jeden Fall diese Granate hier hin. Werfe Granate! Komm schon, wie weg. Deine heiligen Granaten müssen treffen. Das war eine leicht enttäuschende Explosion. Da kommt sie. Sie wurde nachgeliefert. Explosion wurde mit Hermes versandt. Bam. Geil. Okay, die haben wir fertig gemacht. Die beiden natürlich nicht. Flankieren sie jemanden? Fast. Okay, es könnte in der nächsten Runde doof werden. Du bist ein normaler Soldat. Du bist so ein Typ. Mr. So ein Typ. Ich könnte sie theoretisch sowas von kaputt hauen. Mit 91%iger Wahrscheinlichkeit. Würde sagen, das machen wir. In der Hoffnung, niemanden sonst aufzudecken, fällt mir gerade auf. Wir machen's. Gehen wir das Risiko ein. Wurde gesehen. Wir sind nah dran. Ja, den haben wir fertig gemacht. Mit dem Schwert durch die Wand kaputt gehauen. Jetzt haben wir leider niemanden mehr auf Overwatch. Das heißt, du kannst dich frei bewegen, kannst jeden theoretisch flankieren. Und das tust du auch. ja. Wie geil war das denn? So, naja, also... Ne? Wie bitte? Wie bitte? Also, ich stell mir halt gerade vor, Georg. Wie du nicht triffst. ich versteh's nicht. 45%? Das ist ein bisschen absurd, oder? Okay. 93, wir machen das hier. Es liegt wahrscheinlich an der Waffenreichweite, also der ist einfach zu nah für uns, nur es ist halt trotzdem absurd. Ja. Na, was wirklich Klügeres können wir gerade irgendwie auch nicht machen. Hier hätten wir halt wenigstens... Ja, komm, mach das. Danke.
Okay, das hat funktioniert. Ziel eliminiert. Theoretisch kannst du schon mal anfangen, auf den Überträger, Übertragungsdingsbums zu ballern. Das war's, richtig? Das war, glaube ich, die Mission. Menace 1-5, wir haben die Zerstörung des Relais bestätigt. Die Alien-Übertragung ist abgerissen. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde und rücken Sie zur Evakuierungszone vor. Okay, die Evakuierungs... Nee. Evakuierungszone ist... wo nochmal? Irgendwie wird sie mir gerade nicht angezeigt. Und ich weiß auch nicht, wo sie sein soll. Na los, zeigt euch. Wir warten erstmal die Runde ab. Okay, sicherlich in diese Richtung. Okay, könnten theoretisch jetzt trotzdem noch versuchen, das Ding zu hacken. Wir könnten eine Blendgranate vielleicht ganz gut werfen. Position bestätigt. Renn mal vor. Schauen wir mal, wie weit kannst du... Boah, das wäre so super. Ja, die beiden kriegen wir auf jeden Fall. Granate unterwegs! Ich denke, es gibt keine Evakuierungszone. Es geht hier nur noch darum, die verbleibenden Feinde zu töten. So, zwei Desorientierte. Nicht schlecht. Du machst immer noch 3 bis 5. Das heißt, das kann auch daneben gehen. Wir könnten allerdings hier hingehen, dann wäre der Typ, glaube ich, flankiert. Oder zumindest hätte ich einen guten Winkel. Ich kann mich dann ja immer noch dazu entscheiden. Ja, er ist sowas von flankiert. So, als nächstes, Sniperline. Hast du denn... Leider hat Georg kein Sichtfeld. Wir haben noch diesen Typen. Dem können wir im Prinzip vorrücken. Könntest aber auch das Hilfsprotokoll für... sie machen. 20 Verteidigung. Zusätzlich zur Desorientierung sollte sie jetzt eigentlich kaum etwas treffen können. Zylinder. Merkt die ganze Zeit sie, aber ich glaube, ursprünglich war es mal ein Kerl. Ist ja wie in Thailand hier. Okay, was tust du? Verwirrtes kleines Alien. Viech. Also ich glaube, das Hilfsprotokoll war eine gute Entscheidung. Ich habe dieses Item, um ehrlich zu sein, vergessen. Das hatte jetzt keinen taktischen Grund, dass ich es nicht aufgehoben habe. Scheiße. Warte mal, ist das Ding nicht explosiv? Unabhängig davon, wenn wir deine Deckung wegspringen, bringt uns das mehr, als wenn wir jetzt mit der Shotgun draufhalten. Also tun wir das mal. Ich wusste es. Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Menace 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Ja Leute, mal wieder makellos. Das war jetzt aber auch eine leichte Mission. War ja nur so ein kleiner Gorilla-Einsatz. Gorilla-Einsatz. Nee. Und wir haben eine Trefferquote von... Alter. Eine Trefferquote von 100%. Ich glaube, einen höheren Rekord werden wir in diesem LP nicht mehr aufstellen. Wäre ein bisschen schwierig, was? Zeitlich begrenzte Karte auf der Beute wird verborgen, wenn du die Ablauf vor Timer des Missions abschließt. Ich habe mich, glaube ich, gerade verlesen. Egal. Haben wir irgendwelche coolen... Komm schon, irgendwelche coolen Beförderungen. Alle tragen jetzt... Iron Man Kleidung. Gute Arbeit, Commander. Na, Georg Rumsch kann befördert werden. Distanzschuss oder Feuerwidern. Beides ist relativ cool. Also wirklich, beides ist sehr valide. Ich bevorzuge den Ich sollte es vielleicht zuerst mal vorlesen. Distanzschutz. Erlaubt Feuerschutz mit Truppsicht auszulösen. Und dann haben wir noch Feuerwidern. Wenn du unter feindlichem Schuss stehst, feuerst du einmal pro Runde automatisch mit deiner Pistole zurück. Beides sehr cool.
Das hier ist, glaube ich, besser. Irgendwie vielseitiger. Und dann gibt es hier noch Vivek. Sprengschutz. Dadurch kriegt er einen Rüstungspunkt. Und weniger Schaden durch Explosionen. Und zerfetzt Rüstung meiner Mech-Gegner zum Beispiel. Ich wähle ziemlich gern Sprengschutz. Sexuin-Leichen. Ja, eine ganze Menge Leichen. Leider nichts Besonderes gesammelt. Sie leisten überragende Arbeit als Anführer des Widerstands, Commander. So, das war mal wieder super. Wir kriegen in 12 Tagen Magnetwaffen. Wäre ganz cool, wenn wir bis dahin keinen weiteren Einsatz bekämen irgendwie. Der Schwarzmarkt. Den suchen wir mal direkt. Denn wenn wir den Schwarzmarkt haben, können wir regelmäßig dort... Commander, wir empfangen eine Übertragung von höchster Priorität. Sie scheint vom Widerstand zu stammen. Ich stelle sie jetzt in ihr Quartier durch. Na, was gibt's? Hallo, Commander. Ihre jüngsten Aktivitäten sind Advent nicht entgangen. Unsere ungebetenen Gäste sind in Bewegung. Advent verwendet einiges an Ressourcen und Personal auf geheime Produktions- und Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt. Die genauen Details dieser Operationen sind streng geheim. Aber sie alle haben eins gemeinsam. Ein Wort taucht in all ihren Dateien auf. Avatar. Ich glaube, dass die von uns entdeckte Geheimeinrichtung nur ein Teil dieses Avatar-Projektes ist. Nach allem, was ich in Erfahrung bringen konnte, ist es in Wahrheit um einiges größer. Dieses Projekt wird von der obersten Riege von Advent gesteuert. Von einer Quelle, die ich noch nicht bestimmen konnte. Alle Versuche, ihre Identität zu ermitteln, sind gescheitert. Es wird Zeit für eine direktere Herangehensweise. Auch wenn wir die genaue Natur dieses Avatar-Projektes nicht kennen, können wir es trotzdem stören. Wir müssen diese Geheimeinrichtungen mit Hilfe lokaler Widerstandszellen ausrotten. Stören Sie die Aktivitäten des Feindes und decken Sie die Wahrheit auf. Finden Sie die Quelle des Avatar-Projekts und vernichten Sie sie. Sollte der Feind mit seinen Bemühungen erfolgreich sein, wäre das sicher unser aller Ende. Ich vertraue darauf, dass Sie alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um diese Bedrohung zu eliminieren, Commander. Wir verfolgen hier den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt. Wenn Sie beenden, was Sie angefangen haben, wäre das wohl unser aller Ende. Genau, das ist das Avatar-Projekt. Hier seht ihr den Balken. Wenn dieses Avatar-Projekt voll ist, haben die Aliens praktisch gewonnen und wir verloren. Wäre nicht so gut. Und deshalb wollen wir natürlich mit allen Mitteln verhindern, dass die Aliens das Avatar-Projekt rechtzeitig fertigstellen. Dazu kriegen wir mehrere Gelegenheiten, zu denen wir gleich noch kommen. Mir ist gerade was aufgefallen, eigentlich. Können wir jetzt schon den Testbereich bauen? Ich hätte gern die Guerilla-Taktik-Schule, aber der Testbereich ist für den Story-Fortschritt wichtiger. Außerdem würde ich diesem Projekt hier gern mehr Ingenieure zuweisen, aber ich glaube, wir haben gar nicht mehr. So ist es. Wir haben gar nicht mehr. Das heißt, wir können jetzt gerade auch tatsächlich nichts bauen. Wir brauchen erstmal Ingenieure, richtig? Ich kann hier zwar auf Bauen drücken und alles... Wir fangen mit den Arbeiten an der neuen Einrichtung an, Commander. Ich melde mich, wenn Sie bereit sind. Oh, man kann ohne Ingenieure bauen. Das ändert einiges. Weiß jetzt gar nicht, ob es sinnvoll war, das dorthin zu bauen. Doch war's. Genau. Unser aktuelles Ziel ist ja, an diese Energiespule da unten zu kommen. Wenn man allerdings ohne... Dann könnte ich die Guerilla-Taktik-Schule eigentlich auch schon bauen. Aber ich brauche meine Vorräte auch noch für was anderes. So wichtig ist sie eigentlich nicht. Wir warten erstmal damit. Schwarzmarkt. Wir suchen den Schwarzmarkt. Den schwimmenden Schwarzmarkt. Wir haben ihn gefunden. Der Markt ist offen. Hier können wir Dinge kaufen zum einen.
Beschleunigte Forschung Magnet. Waffen. Wäre vielleicht sehr wichtig. Wir machen das mal. Und wir können unseren Inventarinhalt, das ist alles, was wir bisher besitzen, nicht sehr viel, verkaufen. Machen wir nicht. Brauchen aktuell das Geld noch nicht. Widerstandshauptquartier Westasien. Genau, ich wollte ein Funkrelais in Westasien aufstellen. Glaube ich zumindest. War es das, was ich wollte? Weiß es nicht. Und wir wollten dann halt schnellstmöglich diese eine Alien-Geheimeinrichtung untersuchen, die sich hier auch in Westasien befindet. Commander, wir haben gerade erfahren, dass der Widerstand eine Advent-Nachschublinie angegriffen hat. Dies gibt uns die Chance, wertvolle Materialien zu bergen, wenn wir zuvor die Alien-Einheiten vor Ort ausschalten. Okay, Operation Verbrannter Kaiser. Nein, Verbannter Kaiser. Wäre ein Beutezug? Auf Osteuropa. Probieren das mal. Ich meine, wirklich verlieren können wir nichts, bis auf Soldaten. Ich hätte schon gerne die Korea-Taktikschule. Dann könnten wir nämlich unsere Truppgröße auf 5 erhöhen. Und später auf 6. Allein das ist schon eine ganze Menge wert, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Aber ich glaube, bei dieser Mission geht es noch so. Ja, wir nehmen... Eigentlich haben wir aktuell keinen Grund, das hier wirklich zu ändern, weil die alle noch nicht sehr weit aufgestiegen sind, noch nicht sehr nützlich. Wir nehmen also weiterhin unseren Ranger mit, unseren Corporal Rumsch mit seinem Scharfschützengewehr, den Marcel und Vivek. Jetzt habe ich vergessen, das PKS zu benutzen. Wollte ich eigentlich mal schauen, was das für eins ist. Aber naja, dazu kommen wir später noch. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon benutzen kann. Wir sind da. Alles läuft nach Plan. Alles klar, dann lauft mal dahin. Einer unserer Widerstandskontakte hat uns von einem Advent-Transporter berichtet, den sie lahmlegen konnten. Er gehörte zu einem größeren Konvoi. Advent-Sicherheitskräfte sind schon auf dem Weg, um ihr Material zu sichern. Doch vielleicht kommen wir ihnen zuvor. Wir müssen das Gebiet sichern, die Ausrüstung bergen und feindlichen Widerstand ausschalten. Jo Leute, feindliche Ausrüstung bergen. Der lahmgelegte Advent-Konvoi ist direkt voraus. Angreifen und alle Feinde ausschalten. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.